Vielen, vielen Dank. Ja, erstmal herzlich willkommen hier an Stage 3. Ich hoffe, ihr könnt mich auch alle ganz gut verstehen. Ich höre mich nur so auf einem Ohr. Ich versuche immer ein bisschen zu gucken, was hier im Saal so los ist und dann, was ihr theoretisch alles hört. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen hier im Namen des Fraunhofer IUK-Verbundes. Das sind 21 Fraunhofer-Institute, die wiederum sind Partner hier auf der Republika 22. Habt ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon gesehen oder auch gehört. Organisiert wird das Ganze übrigens von dem Berliner Büro des IUK-Verbundes. Und die, das sollte ich an der Stelle mal sagen, weil hier so viele interessierte junge Menschen sind, die haben gerade ein bisschen Bedarf an studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt also, wenn da Interesse besteht, nachher nach der Session einfach hier vorne einfinden. Da freuen sich die Kollegen, nicht wahr, Dietmar? Also insofern gerne dann hier in der Nähe bleiben. Es geht bei IUK um Information und Kommunikation. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen hölzern, aber das sind im Endeffekt die Themen, die uns alle in unserem digitalen Alltag beschäftigen. Der IUK-Verbund zum Beispiel forscht schon seit vielen, vielen Jahren am Thema künstlicher Intelligenz und genau darum geht es ja heute. Wir haben es gerade schon gehört. Wir stellen uns die wichtige Frage, können wir künstlicher Intelligenz vertrauen? Wir sprechen über vertrauenswürdige KI, was das denn eigentlich ist, wie wir das kriegen und warum wir das vielleicht auch brauchen. Ich möchte mich an der Stelle kurz vorstellen. Mein Name ist Sven Oswald. Ich mache hier in der Region in Berlin und Brandenburg vor allem so Radio und Fernsehen und gelte beim RBB so ein bisschen als der Digitalisierungsexperte, der Multimedia-Experte. Bin also eigentlich der Erklärbär, der immer versucht, die Sachen, die zum Beispiel hier neu aufs Tapet kommen, dann den Zuschauerinnen und Zuhörerinnen so zu erklären, dass sie es verstehen und so ein bisschen auch so einzuordnen, dass sie verstehen, wie wichtig das für ihren Alltag, wie relevant das ist. Insofern freue ich mich sehr, heute hier spannende Sachen mitzunehmen, denn hier haben wir es heute mit echten Expertinnen und Experten zu tun. Bevor ich euch die gleich vorstelle und wir anfangen loszureden, kurz mal was zu dem Reglement. Normalerweise mache ich das so, dass ich sage, wenn ihr irgendwie eine Frage habt oder dazu einen Kommentar, dann bitte ein Handzeichen, ich sehe euch dann schon und bei passender Gelegenheit lassen wir euch ein Mikro zukommen. Problem, ich sehe euch nicht. Das liegt daran, dass hier sehr viel Licht ist, bei euch da sehr, sehr wenig. Das heißt, ihr geht für mich in so einer schwarz-grauen Masse unter, was nicht schlimm ist. Weil wenn ihr gerne eine Frage stellen möchtet, dann kommt doch bitte einfach hier vorne an die Ecke zum Stage Manager. Das sehe ich dann schon, soweit kann ich gerade noch gucken. Und bei passender Gelegenheit lassen wir euch dann sehr, sehr gerne zu Wort kommen, weil ihr habt nicht so oft die Gelegenheit, mit Expertinnen und Experten direkt zu reden und eure Fragen zu stellen. Aber letztendlich geht es ja um unser aller Leben. Deswegen sind wir sehr gespannt, was ihr zu dem Thema auch zu sagen habt. So, eigentlich sollten wir hier vorne ja zu fünft sitzen. Eigentlich, es hat leider nicht geklappt. Spoiler-Alarm, Corona gibt es noch. Das heißt also, eine Teilnehmerin ist leider überhaupt nicht da. Deswegen an dieser Stelle gute Besserung an Frau Staatssekretärin Christiane Rohleder. Sie ist positiv und leider auch erkrankt und deshalb nicht hier. Ebenfalls positiv getestet und darum nicht hier, aber auch nicht krank und darum doch irgendwie mit dabei und deswegen da auf diesem Screen ist Professor Dr. Dr. Frauke Rostalski. Sie ist Juristin, hat den Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln inne. Außerdem ist sie Mitglied des Deutschen Ethikrates und forscht unter anderem zu Herausforderungen der Digitalisierung für Recht und Moral. Also da ist sie hier ganz genau richtig bei uns. Hallo Frau Rostalski, Grüße von der Republika aus Berlin. Schade, dass Sie nicht da sein können. Hallo, schön, dass ich auf diese Weise dabei sein kann. Grüße Sie. Frau Rostalski, wir reden jetzt gleich über KI und werden auch gleich erstmal einordnen, wo denn KI schon überall drin ist und wohin die Reise geht. Erzählen Sie doch mal, was ist denn Ihre Lieblings-KI-Anwendung aus Ihrem Alltag? Wo haben Sie denn mit dem Thema aktuell, ich sag mal, am liebsten zu tun? Am liebsten habe ich mit dem Thema künstliche Intelligenz in einem Forschungsprojekt zu tun, das ich im Augenblick mit dem Fraunhofer IAIS durchführe. Und zwar geht es um künstliche Intelligenzanwendungen im Bereich der Strafzumessung. Ich bin ja hauptberuflich Strafrechtsprofessorin und da schlage ich mich unter anderem mit dem Problem herum, dass wir eine ziemlich ungleiche Bestrafung in Deutschland haben. Ja, es hängt stark davon ab, von welchem Richter man abgeurteilt wird. Und wir versuchen ein bisschen mehr Transparenz in dieses ganze Verfahren reinzubringen durch Strafzumessungsdatenbanken. Und weil man dafür so viele Menschen bräuchte, dass es gar nicht möglich wäre, das alles zu erfassen, wollen wir das mit künstlicher Intelligenz machen. Und das ist auf jeden Fall auf meiner Top-10-Liste der KI-Anwendungen ganz weit oben.
Gut, also das klingt hochspannend. Ich bin jetzt insofern ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt eher gedacht hätte, ja, meine Kaffeemaschine, die weiß genau, wann ich welchen Kaffee will. Und wenn ich sie anlächle, dann macht sie noch einen Schuss extra Milch mit rein. Aber da sieht man schon, Sie sind Expertin. Ich bin nur so ein Alltagsleihe, der mit einer KI vielleicht noch navigiert und dann hört es auch quasi fast schon auf. Dieser junge Mann hier, meine Lieben, den möchte ich euch gerne vorstellen. Das ist quasi ein Kollege von mir. Er kommt aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist auch Journalist, ist so ein bisschen der WDR-Erklärbär, wenn ich das mal so sagen darf, macht also genau das, was ich hier in der Region mache für den WDR. Darüber hinaus ist er aber auch noch Mitbegründer des WDR Innovation Hub und Podcaster. Hallo Dennis, Dennis Horn heißt er. Auch der kriegt einen kleinen Applaus. Schön, dass du live da bist. Ich habe gehört, du musstest heute früh schon bei einem Panel als Moderator einspringen, weil da auch kurzfristig jemand wegen Corona ausgefallen ist. Insofern hast du hier die entspanntere Rolle heute. Wir wissen noch nicht, ob Corona, aber ja, das ist entspannter. Gehen ja, wir mal danke. Von aus. Ne? Vielleicht sind es ja auch Affenpocken. Nein, Spaß beiseite. Was ist denn deine aktuelle Lieblingsanwendung in deinem Alltag, gerne beruflicher Alltag oder auch privater? Ich habe überlegt, ich mag ja die Musikempfehlungen bei Spotify. Bei mir funktionieren sie wirklich? Gut. Ja. Bei mir funktionieren sie, aber ich glaube, so mein heimlicher Liebling sind diese Bildkorrektur-Algorithmen. Wenn du in Photoshop irgendwer ist auf dem Bild, der dir nicht gefällt und du ziehst einmal drüber entfernen und es sieht so aus, als wäre da nie jemand gewesen. Das mag ich sehr. Okay, das ist auch eine schöne Anwendung, kann ja jeder auch mal ausprobieren. Ist ja auch in vielen Apps mittlerweile drin, diese ja. Technologie. Das heißt, man muss da gar nicht groß Photoshop drauf haben. Und das hier ist Professor Dr. Stefan Wobe. Er ist Professor für Informatik an der Universität Bonn. Vor allem ist er aber Leiter des Fraunhofer Instituts für intelligente Analyse und Informationssysteme, IAIS. Das haben wir gerade schon von Frau Rostalski gehört. Er ist aber ein echter Digitalisierungsexperte. Ich würde ihn mal als Big Data Papst bezeichnen und ein KI-Pionier. Als solcher wurde er sogar ausgezeichnet von der Gesellschaft für Informatik als einer der prägenden Köpfe der deutschen KI-Geschichte. Hallo Herr Wobe, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Und wo nutzen Sie denn bitte KI am allerliebsten? Tatsächlich knipse ich auch gerne mit dem Handy. Und wenn ich mit dem Handy knipse, dann wird das Bild automatisch optimiert. Da habe ich wirklich Freude dran. Ich lösche ganz selten meine Freunde aus den Bildern. Also anders als Dennis Horn lasse ich die meisten Leute drin, aber das macht mir Spaß. Ich mache auch ein bisschen Musik und da gibt es wahnsinnig tolle Dinge, die man mittlerweile machen kann mit künstlicher Intelligenz. Und ansonsten habe ich natürlich unheimlich Spaß an Sprache. Da forschen wir ja auch ganz viel dran und ich diktiere gerne. Das heißt, ich spreche gerne in meine Geräte rein und ich freue mich, dass ich da auch Apps habe, die das alles lokal machen, die das gar nicht in die Cloud senden, wo meine Sprache nicht irgendwo auf einem Server irgendwo verarbeitet wird, weil ich das eine ganz wichtige Eigenschaft von KI finde, dass das geht. Da habe ich Spaß dran und dann KI, die das irgendwo hinschickt, wo ich keine Kontrolle drüber habe, da habe ich nicht so viel Spaß dran. Das benutze ich tatsächlich persönlich dann seltener. Da sind wir schon fast beim Vertrauensthema, aber da komme ich nachher nochmal auf Sie zu, um mal zu gucken, welche Apps das denn sind, die mir da helfen können, weil bisher scheitere ich oft daran, sauber reinzudrücken. Diktieren und ich habe schon ganz krude Messages geschickt, aber das kennt ja jeder, wenn man nicht nochmal durchliest. Und das ist ja eigentlich doof, wenn man nochmal muss. Ne? Also, wir reden mal über die aktuelle Situation. Wir haben schon gerade gesehen, jeder nutzt irgendwie KI. Also wie gesagt, ich bei einer banalen Navigation oder eben bei Spracherkennungssoftware zum Beispiel, alles gar kein Thema. Aber wo sind wir? Wo stehen wir aktuell? Was kann KI denn schon alles? Mal abgesehen davon, dass sie in jedem Bereich unseres Lebens schon irgendwie mehr oder weniger intelligent vorhanden ist. Herr Wobe, erzählen Sie mal technisch, wo stehen wir, wohin geht die Reise? Wir haben eigentlich das Gefühl, dass wir KI schon kennen. Wir diskutieren darüber seit Jahren, bestimmt intensiv seit 5 Jahren. Und das, was wir so kennen, viele kennen die Begriffe, tiefe neuronale Netze, das kommt uns schon wahnsinnig vertraut vor, ist fast schon Alltagswort. Tatsächlich ist es aber so, wir sind in der Stunde Null der neuen KI, die jetzt kommt. Und das ist ganz wichtig für uns alle, das auch zu wissen und auf dem Schirm zu haben. Das sind die sogenannten großen Modelle, die Transformer-Modelle, die GPT-Modelle, die unglaubliche Dinge können. Ich gebe einfach mal ein Beispiel, was heute so geht. Vielleicht kennt das die ein oder der andere schon. Man hat ein großes Modell trainiert und mit Texten bis zum Jahr 2019. Und wir wissen alle in diesem Raum, was es 2019 noch nicht gab, war Corona. Und wenn man jetzt einem solchen KI-Modell mitteilt, im Jahr 2020 gab es eine große neue Pandemie, die insbesondere zu Kontaktbeschränkungen geführt hat. Kannst du mir sagen, liebe KI, welche Geschäftsbereiche werden davon betroffen sein? Dann antwortet diese KI vermutlich diejenigen Geschäftsbereiche, die viel mit persönlichem Kontakt zu tun haben. Das wörtliche Zitat jetzt übrigens. Also Dinge wie die Gastronomie, das Hotelgewerbe oder Veranstaltungen werden sehr stark betroffen sein. Produktion und andere Bereiche, die das nicht haben,
haben, wir nicht betroffen sein. Das bedeutet, das, was wir jetzt kennen als künstliche Intelligenz, die einfachen Empfehlungsalgorithmen und solche Dinge oder auch die Bildbearbeitung, die wir jetzt haben, you ain't seen nothing yet. Das heißt, wenn wir hier darüber diskutieren, wie KI sein soll, dann diskutieren wir nicht über die Vergangenheit, über die Systeme, die wir schon kennen, sondern wir müssen über das reden, was in den nächsten Jahren noch kommen soll. Das heißt, wir können schon wahnsinnig viel, aber die wahre Revolution, die kommt in den nächsten 5 Jahren. Okay, müssen wir vor der AI Angst haben oder können wir der freudig entgegenschauen? Ich meine, wir wollen ja heute über vertrauenswürdige KI reden. Mit welchem Gefühl gehen Sie in diese Richtung, Herr Wobe? Ich gehe mit einem ganz entspannten Gefühl in die Richtung, weil ich Vertrauen in unsere Gesellschaft habe. Hätte ich das nicht, wäre ich überhaupt total unentspannt. Denn es ist klar, die Technik KI ist grundsätzlich neutral, aber kann wirklich zu Dingen eingesetzt werden, die wir alle nicht wollen, die niemand will, die aber durchaus möglicherweise von irgendeinem Interesse für irgendeinen Stakeholder sein können. Das heißt, wir sind, glaube ich, hier genau am richtigen Ort, das zu besprechen, ob wir uns Sorgen machen oder nicht. Die Technik KI ist eine wunderbare Sache, die uns ermöglicht, auch unsere Gesellschaftsvorstellungen wirklich abzubilden. Frau Korostalski hat das ja gerade geschildert. Wir können mit KI dafür sorgen, dass beispielsweise Strafrecht gerechter wird, dass es fairer wird. Wir können mit KI aber auch dafür sorgen, dass es ungerechter wird. Und das kommt ganz darauf an, wie sie realisiert wird. Und das ist unser Ziel, auch in der Forschung, dass wir die Werkzeuge bereitstellen können, damit das Richtige mit KI gemacht werden muss. Aber damit das passiert, da müssen wir alle gemeinsam diskutieren, wie das eben aussehen soll. Und dann gibt es ja noch einen dritten Case. Also der eine ist, es gibt die Guten, die es nutzen, es gibt die Bösen, die es nutzen. Und dann gibt es ja, ich sag mal, die Laien, die es nutzen und irgendwas passiert. Da gab es ja diverse Beispiele in der Vergangenheit von einer Microsoft-KI oder auch einer Amazon-KI, wo Dinge passiert sind, wo sich einfach keiner einen Kopf drum gemacht hat, was passieren könnte oder keiner sich gut genug auskannte. Deswegen mal Stand heute, Frau Rostalski, können wir KI heute, so wie sie ist und auch das, was schon da ist, vertrauen oder sollten wir das um Gottes Willen nicht tun? Ja, ich blicke darauf in erster Linie als Juristin auf diese Fragestellung, auch aus der ethischen Perspektive sicherlich, aber jetzt mal zunächst die juristische. Da denke ich, müssen wir offen bekennen, dass wir in dem Regulierungsbereich noch nicht so weit sind, wie wir es sein sollten. Das Schöne daran ist allerdings, dass oder der positive Aspekt ist zumindest, dass es alles auf einem guten Weg ist. Wir haben von der EU-Kommission den AI Act, der ist schon sehr viel konkreter als alles, was wir vorher hatten. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis das umgesetzt wird. Dann aber gehe ich auch davon aus, dass wir in Deutschland entsprechende Regeln bekommen werden, die uns dann auch ermöglichen, mehr Vertrauen reinzustecken, als wir es derzeit gegebenenfalls haben können. Was haben wir im Augenblick für eine Situation? Wir haben die Situation, dass wir denjenigen unmittelbar vertrauen müssen, die die Technologie herstellen, also den Herstellern. Und das geht natürlich mit einem gewissen Risiko einher, nämlich dem Risiko, dass diese Personen nicht dieselben Wertvorstellungen teilen, die wir in Europa teilen. Das heißt also ganz verkürzt gesprochen, die Technologie könnte möglicherweise Werte beinhalten oder mitbringen, die wir so gar nicht wünschen. Und das ist, denke ich, schon eine Herausforderung für unsere Gesellschaft und der müssen wir uns stellen und zwar dadurch, dass wir möglichst schnell regulieren, dass wir Normen schaffen, dass wir Gesetze schaffen, dass wir auch Prüfverfahren entwickeln, insbesondere zur Zertifizierung solcher Anwendungen. Aber ohne, dass es jetzt zu bedrohlich klingen soll, vielleicht noch etwas zurückzunehmen oder damit es nicht bedrohlich klingt, die meisten KI-Anwendungen, die wir haben, sind gar nicht so eingriffsintensiv. Also damit will ich sagen, die greifen gar nicht so erheblich in die Freiheit, in die Rechte des Einzelnen ein. Wenn wir vorhin die Kaffeemaschine angesprochen haben, ich trinke keinen Kaffee, deswegen musste ich Sie da auch enttäuschen, aber wenn man die jetzt einmal nimmt, da ist die Gefahr nicht so groß, dass fundamentale Rechte beeinflusst werden. Soll heißen, ich denke, wir können viele unserer Anwendungen auch mit gutem Vertrauen heute schon nutzen, ohne dass wir eben blanke Angst der Technologie entgegenbringen müssen. Also im Endeffekt geht es aber nicht darum, dass wir ihr vertrauen können, weil sie schon vertrauenswürdig ist, sondern weil sie einfach nicht unbedingt relevant ist für die wirklich wichtigen Fragen. Okay, jetzt haben wir ein schönes Beispiel. Der Kollege Horn hat nämlich heute hier eine Doppelrolle, eigentlich ja die Trippelrolle mit der Moderation heute früh, spielt jetzt keine Rolle mehr. Er ist jetzt natürlich als Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks da, aber auch als Vertreter des WDR Innovation Hub. Und ihr habt beim WDR eine Anwendung gerade, ich sag mal, auf dem Prüfstand, die wirklich schon KI generiert, Nachrichten macht, ohne dass ein Mensch eingreift? Erklär mal ein bisschen, das ist ein Beispiel aus dem Sport, jetzt nicht gleich Panik kriegen und das ist ein Prototyp, aber was genau macht ihr da? Das ist eine Disziplin, die ist
aus journalistischer Sicht auch schon seit ein paar Jahren gibt. Also das lief häufig unter dem Stichwort Roboterjournalismus und war regelbasiert und funktioniert überall dort, wo man Berichtsgebiete hat, mit denen man oder wo man eine super Datenbasis hat. Börse, Wetter und eben der Sport. Und wir haben mit der Sportschau natürlich mit der Ausstrahlung verbunden den Zugriff auf eine ganze Menge von Daten über die Fußballspiele. Und unser Gedanke war, lässt sich das in einer neueren Form auf KI-Basis machen? Und wir haben einen Prototyp gebaut in den vergangenen Monaten, der instant die Spielberichte zu den Spielen, Begegnungen der Fußball-Bundesliga schreibt. Wir sind dabei auch, und das finde ich eigentlich auch ein wichtiges Thema, auf Grenzen gestoßen. Okay. Also wir sind zum Beispiel auf die Grenzen dieser großen Sprachmodelle gestoßen, die sehr tolle Texte schreiben, aber auch gut fabulieren können. Und je höher die Faktendichte darin wird, desto schwieriger wird es. Also sozusagen das mit einer Datenbank auf der anderen Seite mit all diesen Spieldaten zu verbinden, ist problematisch. Auf diese Grenze sind wir zum Beispiel gestoßen. Wir sind dann auf die Ebene der einzelnen Sätze runtergegangen und haben einen Menschen erstmal Sätze vorschreiben lassen, die typischerweise in so einem Spielbericht stehen, einen Sportschau-Kollegen. Und haben dann mit der KI aus diesen Sätzen Paraphrasen gebildet. Also so, dass sozusagen die Variantenzahl wesentlich größer wird. Wir haben eine Art virtuellen Redakteur geschaffen. Das ist eine Eigenentwicklung auch für diesen Prototyp, der so funktioniert, dass er den Satz oder die Sätze Satz für Satz abspringt und für den jeweils nächsten Satz einen wählt, der sich von dem aktuellen möglichst maximal unterscheidet in seinem Aufbau, damit auch diese Staccato-Haftigkeit solcher Texte irgendwie verloren geht. Also wir haben besonders stark, kann man sagen, so an der Variabilität, Varianz dieser Texte gearbeitet, damit man das nicht mehr bemerkt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Publikumsprodukt wäre, weil dafür müssten wir jetzt über Vertrauen reden. Ja. Ja? Wir haben im Journalismus das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, da muss nochmal jemand drüber gucken. Ne? Ist das alles fein? Aber was wäre, wenn man den Produktionsprozess erleichtert? Also wir haben jetzt die Kolleginnen und Kollegen, die sich diese Fußballspiele live angucken, schreiben, es steht 0-2, ja, und dann gewinnt die andere Mannschaft doch noch 3-2 und während das so alles passiert, müssen die den kompletten Artikel wieder umwerfen und so weiter, weil die Absicht ist es, im Moment des Abpfiffs diesen Artikel online zu haben. Mhm. So, und was wäre, wenn die jetzt in der 85. Minute einmal auf Generieren klicken können, dann haben die ihre Rohmasse, können das doch noch bearbeiten, aber haben während des Spiels wesentlich mehr Zeit, sich das auch schon analytisch anzuschauen. Das ist so ein bisschen. In der 89. Minute dann auch noch live in die Bundesliga-Konferenz in allen ARD-Radio einsteigen und reden, während der Artikel hintenrum generiert wird. Wir möchten natürlich nicht, dass das noch so ein Katalysator für die Arbeitsverdichtung ist. Aber wir hätten gerne, dass so etwas natürlich genutzt wird als ein Mittel, die Texte besser zu machen. Jetzt kann man das ganze Ding ja auch noch ein bisschen weiterspinnen und sagen, naja, aber wenn ich dann wirklich irgendwann den Content komplett generieren lasse, dann könnte ich als Rezipient, also als Fußballfan, ihn ja auf mich auch automatisch zuschneiden lassen. Ja. Also als Fan der einen Mannschaft wäre der natürlich komplett anders geschrieben als Fan der anderen Mannschaft, beziehungsweise als neutraler Sportreporter des WDR. Als hättest du es gewusst, dass da noch ein Feature drin steckt. Wir haben eine Perspektivwahl eingebaut. Also wir schauen, ist es möglich, die Personalisierung, über die wir in Medienbetrieben heute ja häufig reden, über so die Frage der Empfehlungen hinauszutreiben. Also Personalisierung bedeutet ja häufig, ich bekomme noch andere Inhalte empfohlen oder ich habe eine Startseite, auf der ich so das für mich finde, was meinem bisherigen Nutzungs- oder Interessenverhalten entspricht. Und wie sähe aber eine Personalisierung im Inhalt selbst aus. Also wir haben in diesem Prototyp die Möglichkeit, sich dasselbe Fußballspiel erzählen zu lassen aus der Perspektive von Borussia Dortmund oder von Bayern München. Schauen jetzt auch in einer Userbefragung auf die Frage, welche Rolle spielt das für die Leute? Ist es vielleicht, also kann man was auch daraus lernen, was diese Filterblasendiskussion angeht? Ja, ja, wenn man das weiß, ich stecke jetzt in dieser Perspektive drin, ich könnte sie wechseln. Ja, also solche Fragen schauen wir uns da an in einem
ich sag mal, auch unverdächtigen Bereich. Ich würde das nicht in der Politik testen. Das wollte ich gerade sagen, weil es ist ja, also theoretisch, wenn es im Fußball funktioniert, ist es ja wahrscheinlich ein leichtes, es für alle anderen Bereiche, Wissenschaft, Bildung oder auch Politik umzusetzen. Ich bin mir unsicher, ob man das so übertragen sollte, so per se, aber ich glaube, man kann Dinge daraus lernen und das ist jetzt so erstmal unsere Absicht. Ist auch ein Bomben-Cliffhanger, weil dann kann ich gleich nochmal die Frage an Frau Rostalski geben. Ist das der Moment, wo man aber regulieren müsste, damit eben sowas, wenn es denn beim Fußball funktioniert, nicht in der Politik oder wo auch immer in welchen Bereichen eingesetzt wird? Sie haben gesehen, ich habe mich ganz unhöflich dazwischen gemeldet. Tatsächlich finde ich es ein wunderbares Beispiel, wo man auch mal aufzeigen kann, was ich mit Eingriffsintensität meine. Ne? Also wie so ein Fußballspiel dargestellt wird, hat keine solche Relevanz, keine solche Brisanz, ohne jetzt den Fußballfans nahe treten zu wollen, wie etwa ein Bericht über eine politische Konferenz, in der dargestellt wird, wie die unterschiedlichen Politiker sich unterhalten haben, was sie gesagt haben. Da kann man sicherlich durch Darstellung etwa von Schwerpunkten, von Herausnehmen einzelner Aussagen ganz anderes berichten. Ja, wir erleben das natürlich ja auch jeden Tag. Also diese Berichterstattung ist nichts rein Objektives, im Übrigen auch nicht beim Fußball. Es wird immer durch die Brille desjenigen erzählt, der eben erzählt. Und das heißt, dass da natürlich eine Botschaft mit übermittelt werden kann. Und ich würde auch hier davor warnen zu sagen, na, das ist ja besonders objektiv, wenn das möglicherweise so eine KI macht oder nicht, sondern das wäre so für mich ein Punkt, wo wir unbedingt aufpassen müssten als Gesellschaft, ob wir das wirklich weggeben wollen. Also wenn wir eine Situation wie derzeit nehmen, Ukraine-Krieg, wenn ich mir da vorstelle, dass wesentliche Berichterstattung von künstlichen Intelligenzen vorgenommen werden würde, das fände ich höchst problematisch. Ja, die verschiedenen Ansichten werden ja gerade noch von Menschen so gemacht, aber da sieht man ja auch schon, was es mit den Menschen macht, die eben diese News dann aus der jeweiligen Richtung kriegen. Und wenn die Journalisten nachher selber nicht mal mehr wissen, in welche Richtung die KI agiert hat, dann wird es richtig komplex. Also da muss man aufpassen, ganz klar. Und wir haben auch gerade schon darüber geredet, dass eigentlich reguliert werden muss. Aber regulieren wir aktuell denn schon KI, Frau Rostalski? Und Herr Wrobel, wie geht es technisch? Wie kann man sowas regulieren? Soll ich zuerst? Gerne. Genau. Ja, das ist genau das, wo wir in der Forschung dran sind und auch mit Unternehmen das schon umsetzen, wie man tatsächlich eine Regulierung auch praktisch machen kann. Frau Rostalski hat es schon gesagt, wir haben den AI Act, wir haben die Vorarbeiten der entsprechenden High-Level-Kommission bei der Europäischen Union und da stehen, glaube ich, da stehen die richtigen Werte drin, da steht das drin, was man auch gesellschaftlich sich wünscht. Die Schwierigkeit ist, dies dann auch überprüfbar zu machen und daran arbeiten wir. Das macht man so, dass man zunächst schlicht und ergreifend mathematische Maße für bestimmte Dinge wie Fairness finden kann und muss. Und die gibt es. Da gibt es einen ausführlichen Bericht, den man sich auch runterladen kann, wo die definiert sind für diejenigen unter Ihnen und euch, die das interessiert, wie man so etwas tut. Und da auf dieser Basis entsteht dann ein Prüfkatalog. Dieser Prüfkatalog, der sorgt dafür, dass diejenigen, die bestimmte Anforderungen an Systeme stellen oder die in der Öffentlichkeit mitteilen wollen, dass bestimmte Anforderungen erfüllt werden, dass sie das auch nachweisen können und dass dann diese Eigenschaften tatsächlich auch überprüft werden können, verifiziert werden können. Dabei ist wichtig, ein ganz entscheidender Unterschied von künstlicher Intelligenz zu anderen Produkten, wie beispielsweise einer wasserdichten Uhr, dass künstliche Intelligenz evolvierende Produkte schafft, die also auch im Betrieb gemonitort werden müssen, überprüft werden müssen. Das heißt, wenn man KI prüft, prüft man nicht nur das Produkt, das erstellt worden ist, sondern man prüft auch die Prozesse, die rund um dieses Produkt dann von denjenigen, der es betreibt, die da etabliert worden sind. Das heißt dann auch ML Operations oder AI Operations und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei künstlicher Intelligenz, denn wir haben, viele von Ihnen werden diese Beispiele kennen, von Systemen der künstlichen Intelligenz, die public, öffentlich geschaltet worden sind und dann eben dadurch, dass sie weiterlernen, Dinge produziert haben, die niemand möchte. Und genau dafür sind solche Prozesse wichtig. Wir sind dabei, auch schon erste Prüfungen durchzuführen. Das Interessante ist, dass tatsächlich gerade in Deutschland Unternehmen starkes Interesse haben, solche Prüfungen auch durchführen zu lassen von KI-Systemen, weil sie eben glauben, was durchaus meinen Optimismus auch mit begründet, dass das ihren Produkten gut tut, sowohl von der Fähigkeit her, Geld zu verdienen fürs Unternehmen verlässlich, als auch eben von der Verlässlichkeit im Hinblick auf die Öffentlichkeit. Und auch das ist interessant, dass eigentlich die Verlässlichkeit auf gesellschaftliche Werte hin gar nicht unbedingt im Widerspruch steht zu den Zielen, die ein Unternehmen hat. Ein Unternehmen möchte nämlich verlässlich Wert schaffen mit Systemen der künstlichen Intelligenz und nur wenn ein System adäquat geprüft worden ist,
auf diese Standard hin, auf Fairness etc. etc., ist das überhaupt gewährleistet? Also so prüft man künstliche Intelligenz. Und auf dieser Basis kann man dann eben auch regulieren, kann man dafür sorgen, dass sich Standards ausprägen. Und künstliche Intelligenz wird hoffentlich mit diesen Arbeiten über kurz oder lang so werden wie andere komplexe Dinge, die wir benutzen. Wenn wir zum Beispiel in ein Auto steigen oder einen Zug oder ein Flugzeug oder auch nur auf ein Fahrrad, dann erwarten wir, dass diese Gegenstände geprüft worden sind, dass die Anforderungen erfüllen, dass das Fahrrad nicht zusammenbricht, wenn ich mich mit 80 Kilo da drauf setze. Und diese Erwartungen, die sollten wir auch an künstliche Intelligenz haben können. Und das wird mit solchen Prüfungen, glaube ich, in den nächsten Jahren dann auch möglich werden. Dennis? Ich würde gerne da einhaken, weil ich die Debatte ja nicht nur bei Unternehmen sehe, sondern auch in der Politik. Wir sprechen ja gleich auch noch über die Frage, wie gut da schon reguliert wird. Ich würde mir wünschen, perspektivisch, dass die Politik diese Maßstäbe dann auch an ihre eigenen Vorschläge anlegt. Also ich stelle fest in den vergangenen Jahren, dass wir im Rahmen dieses Hypes, der auch um KI durchaus entstanden ist, auch so etwas sehen wie so eine gewisse Technikgläubigkeit. Also ich finde, wir müssten auch viel mehr über die Grenzen sprechen, also über die Frage, an welchen Stellen oder bis wohin geht es und wo entsteht dann eine riesige Unsicherheit. Und zusammen mit dieser etwas dunklen, mystischen Technikgläubigkeit schwappt das dann auch auf die Politik über in ihre Lösungsvorschläge für manche Probleme, die wir heute so haben, wenn es zum Beispiel um die Moderation von Hasskommentaren geht, um die Diskussion über Uploadfilter bei YouTube und die Frage, wie zuverlässig denn das alles ist. Weil ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage ist nicht so positiv, wie die Politik sich das vorstellt. Und ich glaube, dass wir hier auch auf der politischen Seite genau diese Maßstäbe dann auch an Gesetze zum Beispiel genauso anlegen müssten. Ist das grundsätzliche Problem, und die Frage stelle ich gerne offen in die Runde, nicht überhaupt das Problem des Verständnisses? Also ich meine, wenn wir hier im Raum über KI reden, da hat jeder auch eine ganz andere Idee davon, wie die KI heute aussieht oder zukünftig aussehen kann oder soll. Das ist schon mal klar. Das ist wie auch bei Cloud Computing und Industrie 4.0. Alles so herrliche Buzzwords und jeder hat eine eigene Idee. Das heißt, wir werden über vertrauenswürdige KI auch gleich gerne nochmal kurz Definitionsarbeit machen, was ihr alle davon euch so versprecht und darunter vorstellt. Aber das Problem ist doch auch bei der, weil Sie gerade sagten, Herr Wrobel, die Unternehmen wollen es gerne prüfen lassen. Das Problem ist ja nicht nur, dass viele nicht verstehen, was KI ist oder KI kann und wo die Risiken liegen, aber auch die Chancen, sondern dass auch viele gar nicht wissen, was die eigene KI gerade macht. Also das Problem ist ja, dass KI häufig, die Algorithmen, noch so eine Art Blackbox sind, wo man gar nicht weiß, warum das Ergebnis rauskommt, was da ist, und auch gar nicht wüsste, an welcher Stelle man einlenken sollte. Also bestes Beispiel habe ich mir bei einem ihrer Institute angeguckt für einen Dreh. Da ging es um eine Bilderkennungssoftware und da konnte man der KI Fragen stellen und sowas sagen wie: Wo ist denn der Ball? Man sah also ein Bild, da war so eine Abschlagposition im Baseball, da sah man irgendwie den Schiri, dann sah man irgendwie den, der schlägt, und dahinter den Catcher. Keine Ahnung, kenne mich mit den Regeln nicht aus, aber eben drei Leute. Und dann war die Antwort der KI: Der Ball ist in der Luft. So, das war auch richtig, aber dann konnte man auf einem zusätzlichen Bild sehen, woraus die KI denn schließt, dass der Ball eigentlich in der Luft ist. Und das war in dem Bild wie so eine kleine Wolke gehighlightet. Und da konnte man sehen, dass die mitnichten diesen kleinen roten Ball, der wegfliegt, gesehen hat, sondern den blauen Helm des Schlagmanns als Ball identifiziert hat. Und weil der da irgendwo rumwaberte, gesagt hat: Alles klar, der ist in der Luft. Da konnte man als Mensch zumindest mal reingucken in das, warum eine KI darauf schließt, was sie tut. Aber das müssten wir an viel komplexeren Stellen ja eigentlich immer tun, oder? Klar, die Herausforderung, die wir bei KI-Modellen haben, ist, dass die Komplexität zu groß ist, um sie prinzipiell zu erklären. Das Modell, was ich eben zitiert hatte, das die anscheinend korrekte Antwort auf die Corona-Betroffenheitsfrage gegeben hat, das hat beispielsweise 450 Milliarden Parameter. Und wenn man jetzt fragt, wer kann da hineinschauen und sich mal eben 450 Zahlen mit 48 Nachkommastellen jeweils ansehen, das kann natürlich niemand tun. Auch die Forscherinnen und Forscher können das nicht tun. Das heißt, künstliche Intelligenz wird sicherlich nicht vertrauenswürdig dadurch, indem die Modelle erklärt werden. Denn das geht nur für die allereinfachsten Modelle, die man im Prinzip auch von Hand schreiben kann. Das ist, erklärbare Modelle sind eigentlich schon fast keine künstliche Intelligenz mehr. Es gibt viele Forscherinnen und Forscher, die versuchen, Modelle dann zu vereinfachen.
approximative Modelle, nennen wir das ungefähre Modelle, aber darin steckt schon auch die Fehlkalkulation. Denn wenn wir Modelle so stark vereinfacht haben, dass wir sie gut und kompakt in einer Minute erklären können, dann haben sie eben mit dem Modell, das tatsächlich benutzt wird, wenig zu tun. Wie es so schön heißt, die beste Erklärung ist eine einfache und du musst es so einfach machen, bis es falsch ist. So wird es also nicht funktionieren. Wir werden mit KI anders umgehen und so sind auch die Prüfansätze. Wir werden Aussagen machen können. Wir tun das zum Beispiel fürs autonome Fahren über Personen- und Objekterkennung von Fahrzeugen, dass wir Unsicherheitsabschätzungen machen. Das heißt, es wird eine Wahrscheinlichkeit ausgegeben, dass bestimmte Fehler auftreten können. Dazu muss man sehr, sehr tief experimentieren und immer wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler auftreten, wird nicht gleich null sein. Deswegen sind die Prozesse so wichtig und deswegen ist das so wichtig, was Frau Gorostalski auch mehrfach angesprochen hat, diese Einschätzung der Kritikalität von Prozessen. Denn es ist klar, wenn ich ein Atomkraftwerk steuere, haben Fehler in der Steuerung andere Folgen, als wenn ich die falsche Musik empfehle. Und genau da hat der AI Act ja auch eine wichtige Einordnung vorgenommen nach Kritikalität, nach Risikostufen. Und KI-Anwendungen müssen natürlich unterschiedlich behandelt werden, je nach Risikostufe. Aber ich glaube, die Tatsache, dass eben, aber ähnlich wie, glaube ich, jedes andere technische Artefakt, die Fehlerwahrscheinlichkeit nie auf null reduziert werden kann. Das ist nicht so, wenn ich in ein Flugzeug steige. Das ist nicht so, wenn ich in ein Auto steige. Und es wird auch für Systeme der künstlichen Intelligenz nicht der Fall sein. Nun ist es aber so, wenn ich in ein Auto steige und es passiert ein Fehler und in ein Flugzeug, dann sehe ich den Fehler. Leider. Das muss bei KI erstmal nicht unbedingt der Fall sein. Das haben ja auch Beispiele aus der Vergangenheit gezeigt. Ne? Das heißt also, da muss es ja irgendwie schon nochmal einen Indikator geben, der dann auch wirklich sagt, Achtung, hier läuft was falsch. Gerade wenn wir über Milliarden von Parametern reden, wo ja kein Mensch mehr einen Überblick hätte. Und ich meine, wäre ja auch Quatsch, wenn wir es alles wieder von Hand überprüfen müssten, bräuchten wir die KI nicht zu haben. Ne? Die hilft ja dann nicht. Also das heißt, da ist auf jeden Fall noch, glaube ich, deutlich Forschungsarbeit nötig. Und ich würde an der Stelle, ich habe es gerade schon mal gesagt, gerne mal kurz ein bisschen Definitionsarbeit leisten, weil ich glaube, wir alle, Frau Rostalski, wollen Sie dazu noch kurz was sagen, bevor ich die Definition abfrage von Ihrer persönlichen vertrauenswürdigen Intelligenz? Ja, nur eine kurze Ergänzung. Das ist ja alles richtig, was die beiden Kollegen gesagt haben. Ich möchte nur einen einzigen Punkt noch hinzufügen. Also es ist aus meiner jetzt normwissenschaftlichen Sicht doch wichtig zu sagen, dass wenn wir als Gesellschaft zu einem Punkt kommen, an dem wir sagen, hier ist es uns so wichtig, dass wir wissen, was drin steckt, ja, dass wir die Fehler ausschließen können, dann heißt das im Zweifel, dass unsere Wertvorstellungen vorrangig sind. Das heißt also nicht, dass unsere Technik, nur weil es möglich ist, etwas ist, was wir mitgehen müssen, sondern dass wir definieren, was wir nutzen möchten und was nicht. Ja. Und das heißt, damit will ich sagen, dass die Entscheidung darüber, welche Technologie wir nutzen und wie wir sie nutzen, normativ ist. Also wir müssen uns als Gesellschaft darüber verständigen, möglichst in jedem Fall, ist das etwas, wo wir das Risiko tragen wollen und wo wir es nicht tragen wollen. Ich nehme mal ein Beispiel. Also es ist aus meiner Sicht durchaus hinnehmbar, wenn wir etwa bei der Röntgenbildanalyse, das Beispiel kennt jeder von Krebserkrankungen und diese Technik schon wunderbar gut ist, erkennen kann, ob da ein erhöhtes Risiko ist, dass es sich um eine Krebserkrankung handelt oder nicht. Hier ist es aus meiner Sicht nicht in höchstem Maße relevant, dass der Anwender oder sonst ein anderer Mensch dazu in der Lage ist, jeden einzelnen Parameter zu erkennen. Anders verhält es sich aus meiner Sicht aber, wenn wir es mit einer Technologie auf KI basierend zu tun haben, die bei der in Obhutnahme Entscheidung von Jugendämtern eingesetzt wird, was eben teilweise der Fall ist. Also die Frage, soll ein Kind aus einer Familie entfernt werden, soll es in Obhut genommen werden oder nicht? An der Stelle ist es aus meiner Sicht essentiell, dass wir als Gesellschaft sagen, ich muss ja aber auch wissen, wie diese Technologie funktioniert. Ja, nur um dann ein entsprechendes Beispiel zu nennen. Und wenn wir das eben nicht in einer uns genügenden Weise tun können, müssen wir im Zweifel eben sagen, dann ist diese Technologie keine Verbesserung des Status quo und dann müssen wir die Finger davon lassen. Genau, ich denke, das ist ohne Zweifel. Und Frau Rostalski, ich weiß nicht, ob Sie es hören, aber Sie kriegen hier gerade Applaus im Saal für diese Aussage. Genau, ich glaube, deswegen brauchen wir den Diskurs, um genau sowas miteinander auch zu entscheiden. Die Schwierigkeit, die wir, glaube ich, haben, ist, dass der Nicht-Einsatz von KI natürlich auch möglicherweise Schäden auslösen. Lieblingsbeispiel, was ich hier habe, ist das autonome Fahren. Ist es vertretbar, wenn ein autonomes Fahrzeug, das autonom gesteuert wird, einen Fehler macht und da kommen Menschen zu Schaden? Natürlich nicht.
So. Andererseits gibt es Prognosen, die sagen, dass die meisten Todesfälle im Straßenverkehr oder viele werden durch menschliche Fehler erzeugt. Und es wird davon ausgegangen, wenn alle Fahrzeuge automatisch gesteuert würden, dass die Zahl der Verkehrstoten mindestens auf die Hälfte sinken würde. Das macht diese Diskussion so komplex, dass wir dieses Spektrum haben. KI macht Fehler und wird Fehler machen. Andererseits ist der Nicht-Einsatz von KI eben möglicherweise auch eine Herausforderung. Mhm. Glaube ich, deswegen sind wir hier auch auf der richtigen Veranstaltung. Wir müssen genau diese Diskussion zu Ende führen. Was wollen wir, so wie Frau Korostalski das auch vorgeschlagen hat? Dennis. Ich halte es für sehr sinnvoll, über diese Beispiele zu sprechen. Ich finde es sehr gut, dass genau die auftauchen. Es gibt ja auch so diese berühmten Beispiele von Bewerbungsprozessen, wo BewerberInnen aussortiert werden. Das Amazon-Beispiel, ne? Von einer KI und dann in den Ursprungsdaten eben schon eine Diskriminierung von Frauen zum Beispiel drin war. Und das sind die tatsächlichen Probleme, über die wir sprechen. Du hast eben danach gefragt, ob nicht auch unser Bild von künstlicher Intelligenz irgendwie ein Problem an der Stelle ist. Ich glaube ja. Ich glaube zum Beispiel, dass es nicht sehr zuträglich war, dass so Menschen wie Elon Musk und Stephen Hawking vor irgendeiner Super-KI gewarnt haben, Büchse der Pandora, ne? Die Büchse der Pandora zu öffnen, die dann irgendwann die Weltherrschaft übernimmt, weil das immer wieder reinspielt in dieses Science-Fiction-Bild, das wir von künstlicher Intelligenz oft haben und ablenkt von den Problemen, die wir heute faktisch schon haben und eigentlich diskutieren sollten. Und wir haben noch ein ganz anderes, wie ich finde, sehr, sehr großes Problem, weil wir sitzen jetzt hier, also wir alle zusammen und machen uns Gedanken darüber, welche KI wir vielleicht wie schaffen und wie einsetzen. Aber wir haben dieses Wir noch überhaupt nicht definiert. Frau Rostalski, Sie sagten immer wir die Gesellschaft, aber es gibt ja nun nicht die eine Gesellschaft. Es gibt ja unsere Gesellschaft, es gibt andere Gesellschaften, es gibt andere Staaten. Es gibt auch Leute, die es wirklich nicht so gut meinen oder Menschen, die einfach wirklich nur stupide an den Profit denken. Das Problem ist, selbst wenn wir eine KI nicht so bauen, wie es technisch ginge, weil wir uns da einen moralischen Filter vorsetzen, was wir tun sollten, heißt es ja nicht, dass die KI nicht kommen könnte, oder? Weil irgendjemand anders eben diesen Moralfilter nicht hat. Das ginge ja dann auch im Endeffekt nur darüber, dass man KIs irgendwie so zertifiziert, wenn sie, was auch wieder schwierig ist, irgendwo physisch in einem Land an einem Ort eingesetzt würden, oder? Also verschiedene Fragen. Zunächst zu der ersten, die ich sehr wichtig finde. Wer ist das Wir? Das Wir ist zunächst einmal unsere Gesellschaft. Und solche gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse sind in unserer Demokratie geregelt über formelle Verfahren, insbesondere eben durch das Parlament. Und ich halte das hier in Teilen eben für einen ganz wichtigen Aspekt, dass wir das mal klar machen. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers. So passiert es ja auch. Ja? Also insofern, da muss die Zivilgesellschaft eingebunden werden. Das wird sie durch Veranstaltungen wie unter anderem die heutige. Es gibt Interessenvertreterinnen und Vertreter. Insofern läuft das wie üblicherweise bei sonstigen Gesetzen. In der Hoffnung, dass wir dadurch einen breiten gesellschaftlichen Konsens erzielen. Im Übrigen ist es für uns in der Gesellschaft, in einer Demokratie, in einer gelebten Demokratie ganz typisch, dass nicht jede Einzelmeinung sich im konkreten Ergebnis wiedergefunden sieht. Aber dafür haben wir eben das Institut des Minderheitenschutzes. Insofern so funktioniert das mal formell, dieser Prozess, wenn ich von wir spreche. Und der zweite Punkt ist der, sicherlich, wir können für uns verschiedene Anforderungen aufstellen, hohe moralische Standards etablieren. Und sind dann dennoch dem Risiko ausgesetzt, dass andere dies nicht tun. Ich meine aber, dass wir uns davor durchaus schützen können, durch, wie Sie es gesagt haben, ein Instrument ist eine Zertifizierung. Eine andere Möglichkeit sind Prüfverfahren, Zulassungsverfahren im Hinblick auf den deutschen Markt. Hier wiederum, dass ja unterschiedliche Maße an Eingriffen dann auch in die Rechte derjenigen, die das auf den Markt bringen wollen, ja, gemessen an der Kritikalität. Ja, also da müssen sie dann eben schauen, mit welchem scharfen Schwert sie da jeweils reagieren, das dann von der jeweiligen Anwendung abhängig zu machen. Ich sehe da ehrlich gesagt keine so große Gefahr, weil wir auch eine entsprechende Herangehensweise aus anderen Bereichen sehr gut kennen. Schönes Beispiel ist ja die DSGVO, am Anfang von allen verflucht und verteufelt, mittlerweile vielfach auf der ganzen Welt kopiert als einer der sichersten Standards. Am Anfang dachten wir auch alle, das kriegen wir alles nicht hin und naja, es geht, wenn es gehen muss. Und ähnlich wäre es wahrscheinlich auch, wenn man sagt, ja, aber wenn ihr hier eure Produkte verkaufen wollt, dann müsst ihr euch diesen Prüfungen unterziehen und dann muss es gehen, dann wird es schon irgendwann funktionieren, vermute ich mal. Jetzt ist ja das Problem, immer wenn man anfängt zu regulieren, da besteht ja auch die Gefahr, man überreguliert.
es sind ja auch gerne Stimmen aus der Wirtschaft, die sagen, ja, ihr bindet uns hier die Hände, wie sollen wir denn hier irgendwie bei den Amerikanern oder auch irgendwie bei den im asiatischen Raum mithalten, wenn die so eine Regelung nicht haben, können die ja erstmal alles ausprobieren. Und dann gibt es ja andersrum auch immer den, naja, aber es ist halt wirklich durchdacht. Könnte sowas nicht vielleicht am Ende auch sogar ein Verkaufsargument sein, Herr Brobel? Also Sie sind ja, Sie forschen ja und gründen ja aus und machen ja ganz viel, was nachher sehr schnell in der Wirtschaft auch stattfindet. Ist das nicht vielleicht sogar so ein Made in Germany-Tech, der ja eigentlich weltweit einen ganz guten Ruf hat? Ja, absolut. Also ich sprach ja eben an das Beispiel der Sprachverarbeitung und die meisten werden wissen, dass Sprachverarbeitung, wenn man die standardmäßig auf dem Handy nutzt, erfolgt so, dass das, was man spricht, erstmal auf Server geschickt wird, dass es dort analysiert wird und dann das Ergebnis zurückgeschickt wird. Und wir haben die Diskussionen darüber, ob es in Ordnung ist, dass Support-Mitarbeiter private Konversationen aus dem Haushalt abhören, um damit die Systeme zu verbessern, ob das in Ordnung ist oder nicht. Ich glaube, hier in Deutschland neigen alle zu der Meinung, dass das natürlich nicht in Ordnung ist. So, wir haben Systeme deswegen entwickelt, die lokal laufen können, auf einem Handy, auf einem kleinen Prozessor, beispielsweise in einem Auto. Und wir haben große Automobilhersteller schon gewinnen können, solche Systeme jetzt zu erproben. Und wir hoffen, dass die dann auch in Serie gehen werden. Und die Unternehmen sehen darin einen klaren Wettbewerbsvorteil, weil das erstens bedeutet Funktionssicherheit. Wir brauchen da kein Internet, wir brauchen keine Verbindung, das System funktioniert immer. Erst unwichtig in Deutschland. Zweitens, es gibt keine Diskussion darüber, wo gehen eigentlich meine Daten hin, weil das Ganze lokal läuft. Das heißt, es ist ein Wettbewerbsvorteil, aber es erinnert uns natürlich alle auch daran, dass wir selbst daran mitarbeiten sollten, einerseits in der politischen Debatte unsere Meinung zu äußern, andererseits aber auch in dem, was wir selber nutzen. Denn da kann man natürlich durchaus beobachten, dass die durchaus umstrittene Spracherkennung von sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland in dem Wir, von dem wir sprachen, durchaus genutzt wird, ohne da Bedenken zu haben. Das heißt, wir brauchen diese Debatte. Ich sehe eben keineswegs, dass das Wir schon homogen wäre. Das heißt, wir brauchen viel mehr Diskussionen, wie wir sie hier führen, um das klarzumachen, was wir wollen. Und ich persönlich glaube, es muss über Deutschland hinausgehen. Wir brauchen als Wirtschaftsraum die 450 Millionen Leute, die in Europa wohnen, um dieses Gewicht zu haben, um uns durchzusetzen. Die Datenschutzgrundverordnung, die wir haben, die ist auch deswegen jetzt ein weltweiter Exportschlager, weil wir eben auf Europa gesetzt haben. Und deswegen haben wir das Gewicht in der Welt und nur so können wir unsere Stimme hören lassen. Und das müssen wir tun. Ich bin also klar dafür, dass beispielsweise das Europaparlament hier erheblich mehr Rechte erhält, um eben diesen parlamentarischen Prozess, von dem Frau Kerostalski sprach, um den eben auch auf europäischer Ebene so durchführen zu können, wie wir den eigentlich für demokratische Gesellschaften brauchen. Sind wir da überhaupt schnell genug? Also das Problem ist ja an der Demokratie, das braucht immer Zeit, weil eben viele Leute mitreden, viele Leute entscheiden, es durch viele Instanzen muss, damit eben nicht irgendein Schindluder getrieben wird mit unserer aller Freiheit und Grundrecht. Jetzt ist aber so eine technische Entwicklung, und das haben wir ja an ganz vielen Stellen, die sind ja relativ schnell. Das heißt also, könnte es sein, dass wir mit all unseren Ideen einfach viel zu spät kommen und naja, jetzt wird nicht die eine böse KI kommen, also Skynet ist Quatsch, das ist mir vollkommen klar, aber dass das Kind schon im Brunnen ist, bevor wir überhaupt irgendwie eine vernünftige Regelung haben, Frau Rostalski? Kollege Horn? Gerne. Ja, das würde ich so nicht sehen. Also durch Recht, durch Ethik können wir unsere Wirklichkeit ja gerade gestalten. Also wir reagieren auf eine geänderte Wirklichkeit und können sie dann auch zurückändern. Also die DSGVO gibt es nicht erst seitdem Daten verwendet werden, sondern die wurden auch schon vorher verwendet. Sprich, man kann verbesserte Standards, verbesserte Rechtszustände schaffen durch Rechtsänderungen. Und das gilt selbstverständlich auch für die Nutzung von KI-Anwendungen. Ich bin auch der Ansicht, dass wir gar nicht so schlecht dabei sind, was den Zeitrahmen angeht. Wir haben eben gehört von Stefan Brobel Stunde Null und es ist doch eigentlich dann gar nicht das Schlechteste, in der Stunde Null schon direkt die neuen Gesetze zu schreiben. Da sind wir sicherlich in anderen, ich denke mal an biotechnologische Bereiche, Klonverbot und so weiter, da waren wir mit vielen Dingen viel mehr hinterher, als wir heute hinterher sind, was die KI-Technologie angeht. Vielleicht noch ein Punkt zu dem vorher Gefragten, das würde ich gerne noch ergänzen. Ich denke, wenn wir uns immer fragen, ja, sind wir schlechter, werden wir vielleicht überholt von den anderen, werden unsere Märkte geschwemmt mit deren Produkten, am Ende des Tages entscheiden die Menschen darüber, was sie nutzen wollen. Und wenn wir uns in einer Utopie bewegen würden, sie dürften entscheiden, wollen sie lieber im Europa des 21. Jahrhunderts leben oder in Nordkorea, dann würden sich die meisten Menschen relativ klar für Ersteres entscheiden. Und ich denke, das lässt sich auch übertragen auf Wertvorstellungen, die in Produkten drin stecken. Wenn ich nicht sicher sein kann, ob mein Staubsauger damit beschäftigt ist, meine ganze Wohnung abzuhören, dann kaufe ich ihn nicht. Und dementsprechend lässt
das auch auf andere Bereiche übertragen. Also da muss ich ja als der, der den Erklärbär spielt, für irgendwie die Otto-Normalverbraucher sagen, diesen Optimismus würde ich gerne teilen, aber die Gegenwart lehrt mich doch, dass es eben anders ist, wie wir ja auch alle kennen. Wir wissen ja, dass die billigsten smarten Glühbirnen auch gerne mal genutzt werden, um irgendwelche Server anzugreifen, weil sie eben überhaupt nicht sicher sind. Und unter uns, das interessiert den Otto-Normalverbraucher meines Erachtens noch viel zu wenig. Also die Ansage ist immer, nein, meine Daten sind mir ganz wichtig und die kriegt ihr nicht. Und dann kommt irgendeiner und macht eine coole Chat-App oder ein tolles Smartphone und dann pfeifen alle drauf, weil sie es unbedingt nutzen wollen. Das heißt also, da muss die Gesellschaft noch stark hinterher voraus. Teilt sie und dann gerne Dennis dazu, weil du hast ja wahrscheinlich ein ähnliches Problem. Genau, zur Verteidigung des von mir herangezogenen Idealmenschen. Ich denke, dass es Dinge gibt, die nicht in der Verantwortung des Einzelnen liegen. Es gibt einfach eine Nutzung, die anders nicht möglich ist, weil man entsprechende Möglichkeiten technischer Art nicht hat. Man hat die Fähigkeiten nicht, man hat vielleicht auch die Mittel nicht. Und da sind wir ja gerade als Gesellschaft gefordert. Das heißt, es müssen dann eben entsprechende Missstände aufgedeckt werden und gezeigt werden, wie die gelöst werden können. Und da sind wir als Gesellschaft in der Politik insbesondere auch gefragt. Dennis, wolltest du dazu was sagen? Ja, du hast nach der Geschwindigkeit gefragt. Ich würde das mittlerweile auch so sehen, dass es passiert ja schneller. Also wenn wir über den AI-Act sprechen, dann halte ich den für eine wesentlich schnellere Reaktion als Gesetzgebungsverfahren, was das Urheberrecht angeht, was den Debattenraum im digitalen Raum angeht, als wir sie bisher erlebt haben. Angela Merkel hat irgendwann mal gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland, dann haben alle gelacht, haha, aber sie hat recht. So, also wir müssen uns ja auch in der Tiefe erst einmal damit auseinandersetzen, um dann Antworten auf die ganzen Fragen zu finden, die uns da gestellt werden. Ich würde mittlerweile auch sagen, wir sind da schneller geworden. Und ich bin da auch hoffnungsvoll, weil man gerade so in dieser Zusammensetzung unseres Wirtschaftsraums, also wenn es da entsteht, Regulierung, ja sieht, dass die Konzerne auch durchaus zittern. So, und sie werden auch mir gegenüber in der journalistischen Arbeit immer sehr schmallippig, wenn es um noch schwelende Gesetzesvorhaben geht. Ja. Weil ihnen das mitunter nicht so lieb ist. Aber wir waren sehr viele Jahre nicht schnell genug. Und das fällt uns jetzt einfach zum Teil auf die Füße. Wir leben in einem Land, in dem eine ganze Entscheidergeneration, und da wähle ich jetzt die männliche Variante bewusst, auch immer damit kokettiert hat, dass sie ja diese Smartphones nicht nutzt. Und das ist ein Problem, das wir heute ausbaden. Ja, diesen E-Mail, diesen Internet-Trend. Ja. Ja, verstehe ich, absolut klar. Und jetzt hast du aber gerade eben auch noch mal was gesagt. Du sagtest, du glaubst, wir sind da auch schon schneller geworden? Ja, also wir diskutieren diese ganzen Entwicklungen immer unter dem Eindruck dieser ganzen Sprunginnovationen, die wir so seit vielleicht 2005 erlebt haben mit dem iPhone und allem, was danach kam, mit den Plattformen und der Plattformökonomie, und übersehen, glaube ich, dabei, dass diese Entwicklung seit einigen Jahren auch gar nicht mehr in diesem Tempo weiterläuft. Also diese wir sind da zu langsam Diskussion findet, glaube ich, oft auch unter ganz falschen Vorzeichen und Grundannahmen statt. Und wir sind in so einem Tempo nicht mehr überall. Und deswegen würde ich nicht mitgehen zu sagen, wir sind da pauschal zu langsam. Gut, wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten. Apropos pauschal zu langsam. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz darüber sprechen, wie wir denn KI vertrauensvoller gestalten? Was sind die, ich sag mal, Next Steps, die gegangen werden müssen? Und wie kriegen wir das Thema auch ins Bewusstsein der Leute, die letztendlich KI-Anwendungen ja auch schon heute nutzen? Vielleicht mal aus juristischer Sicht, Frau Rostalski. Ist ja auch eine Frage der Haftung. Man kann ja auch Unternehmen immer sagen, Leute, wenn ihr da Bockmist baut, dann müsst ihr nachher auch da für die Schäden haften, die ihr anrichtet. Ich hatte es eingangs schon gesagt. Also ich glaube, regulatorisch haben wir noch nicht alles perfekt gelöst. Datenschutz ist sicherlich ein gut bearbeitetes Thema. Schlechter bearbeitet ist der Bereich Antidiskriminierungsschutz. Sicherlich auch die Frage, wie überhaupt Autonomie geschützt werden kann von Anwenderinnen und Anwendern.
Haftung ist ein ganz eigenes Thema, das auch adressiert werden muss, sowohl so eine Form von ja, Kollektivhaftung. Im Zivilrecht sprechen wir darüber, ob es so eine E-Person geben soll, wo dann etwa die künstliche Intelligenzanwendung selbst ein eigenes Haftungsvolumen bekommt. Bei autonom fahrenden Kraftfahrzeugen wird das ganz intensiv diskutiert. Ich bin Strafrechtlerin, ich kann nur sagen, da kommen wir nicht ran. Mit dem Schuldgrundsatz können wir da sowas nicht machen, solange es keine starke künstliche Intelligenz gibt, die also dann aber auch von Rechtsstellung her genauso gestellt sein müssten wie wir Menschen. Wir haben dazu noch ein anderes Problem, wenn wir noch einmal an die Blackbox-Thematik von eben denken. Was machen Sie, wenn Sie eine Person haben, die eine KI-Anwendung verwendet, die dann zu einem Fehler führt, der aber für den Menschen nicht vorhersehbar war. Ja, also jemand anderes wird geschädigt, aber für den Anwender war das im Vorfeld überhaupt nicht vorhersehbar. Das ist ein Grundkriterium dafür, dass wir jemanden in die Verantwortung nehmen. Hierüber müssen wir uns Gedanken machen. Gibt es da eine Form von Anknüpfen im Vorverhalten? Wie soll das gehen, wenn wir eigentlich sagen, es ist eine zulässige Technologie? Ja, also das sind alles Fragen, die wir unter Juristinnen und Juristen intensiv diskutieren. Weiter auf dem Weg in Richtung, wie kriegen wir sie hin, die vertrauenswürdige KI? Herr Wrobel, was sind die nächsten Punkte, die, ich sag mal, Sie brauchen, um zu sagen, ja, so können wir das entwickeln, so können wir das auch zertifizieren zum Beispiel? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Verantwortung für die Nutzung von KI nicht auf die einzelnen Menschen komplett abwälzen. Also wir neigen oft dazu zu sagen, Mensch, nutzt doch bestimmte Angebote, nutzt doch komplett Ende zu Ende verschlüsselte Messenger, warum nutzt ihr denn andere, etc. etc. Das ist ein richtiger Weg und natürlich hoffe ich, dass möglichst viele hier im Saal auch so handeln und sagen, natürlich nutze ich die Angebote, die zum Beispiel beim Datenschutz ganz vorne sind. Aber es ist natürlich, wenn man in die große Fläche blickt, nicht der richtige Weg. Das heißt, wir müssen dieses Vertrauen schaffen, dass die Gesellschaft sich kümmert, dass die Politik sich kümmert, dass der Rechtsrahmen geschaffen wird, sodass ich mich standardmäßig darauf verlassen kann. So wie ich mich darauf verlassen kann, dass keine Elektroprodukte hier sind, dass eine Steckdose, die hier liegt, da muss ich nicht überprüfen und mich schlau machen, wie die aussehen muss, wie dick das Kabel sein muss. Ich kann mich darauf verlassen, im Großen und Ganzen zumindest, dass das eine Steckdose ist, die den üblichen Branchenstandards entspricht. Und genau das müssen wir für künstliche Intelligenz auch schaffen. Wir haben in Deutschland, was ich sehr schön finde, den etwas komplex benannten nationalen Koordinierungskreis KI-Normung und Standardisierung, in dem ich auch das Vergnügen habe, drin zu sitzen. Da sind sowohl Wirtschaftsvertreter als auch Verbraucherschützerinnen und Schützer drin. Da ist die juristische Seite vertreten, da sind die Gewerkschaften dabei, Wissenschaft, alle sind dabei. Und was wir dort ausgearbeitet haben, ist, dass es einen Prozess gibt, wo unterschiedliche Branchen auch Standards für sich entwickeln. Wir haben das Beispiel gehört, zum Beispiel im Bereich Recruiting, Personalgewinnung, aber auch in anderen Bereichen, wie autonomes Verfahren, werden wir Branchenstandards dort erarbeiten, entsprechenden Workshops, sodass man sich dann darauf verlassen kann, wenn man Produkte in diesem Bereich nutzt, dass die diesen Anforderungen tatsächlich auch entsprechen. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Wir sind dabei in der Forschung, die Voraussetzungen zu schaffen für so Prüfungen und dann müssen die Branchen das eben umsetzen und ich glaube, sie werden es auch. Entschuldigung, dass ich gerade schmunzeln musste, aber Sie sagten autonomes Verfahren. Also ist klar, was Sie meinen, aber ich brauche keine KI, um mich zu verfahren. Das kriege ich auch noch ganz gut ohnehin. Also es hat nichts mit autonomem Fahren zu tun, sondern autonome Verfahren in der Industrie zum Beispiel oder wo auch immer, richtig? Autonomes Fahren nehme ich aber auch. Geht beides. Dennis, was glaubst du, was es braucht, um KI vertrauenswürdig zu kriegen und vor allem um die Menschen, also deine Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen? Also erstmal bei der KI selbst. Ich war in Paris im KI-Entwicklungszentrum von Facebook und die nennen diesen Zweig Explainable AI. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle, also auch Entscheidungen transparent und nachvollziehbar zu machen, die KI-Systeme treffen. Aus der journalistischen Perspektive spielt, glaube ich, viel die Frage nach dem Grundwissen bei Redakteurinnen und Redakteuren eine Rolle. Also die Einschätzung, was sind hier eigentlich die tatsächlichen Probleme? Und Journalistinnen und Journalisten lieben Bilder. Ich gehe in viele Auseinandersetzungen mit meinen Redakteurinnen und Redakteuren, die lieber dieses Zukunftsszenario von Elon Musk sehen oder skizzieren möchten, als sich lange mit Erklärgrafiken über Machine Learning aufzuhalten. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, wie viele abstrakte Themen unserer Zeit, von der Pandemie bis zum Klimawandel, Vermittlungsformen dafür zu finden. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe für den Journalismus.
Da haben wir alle Hände voll zu tun. Wir sind jetzt quasi am Fuße unserer Zeit angekommen. Bevor wir jetzt noch ein großes Themenfeld aufmachen, würde ich an der Stelle mich ganz, ganz herzlich bedanken und noch einmal euch im Saal die Möglichkeit geben, die letzten 5 Minuten eventuell mit einer Frage zu füllen. Wir haben hier vorne unsere Stage Manager, da ist ein Mikrofon. Wenn irgendjemand eine Frage stellen möchte, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Gut, also so wie es aussieht, doch, da ist eine Frage. Sehr gut. Einmal den jungen Mann, glaube ich, durchlassen. Genau. Also bitte einmal kurz Namen und dann gern die Frage. Thomas, für mich hat Vertrauen auch immer viel damit zu tun, zu wissen, was passiert eigentlich wo. Ehrlich gesagt, auch wenn ich mich mit dem Thema so am Rande immer mal beschäftige, habe ich keine Ahnung, an welchen Stellen mir eigentlich überall KI über den Weg läuft. Ich gehe davon aus, dass so Organisationen wie die Schufa zum Beispiel KI benutzen in einer ganz großen Blackbox, bei der keiner weiß, die wahrscheinlich auch nie jemand zertifizieren wird. Ist irgendwie geplant, so eine Information darüber an die Menschen rauszugeben, an welchen Stellen sie eigentlich mit KI in Verbindung kommen, an welchen Stellen eigentlich ihr Leben von der KI beeinflusst wird? Danke. So ein Siegel, KI, hier ist KI drin. Ja, ich finde das enorm wichtig. Wir sprachen zum Beispiel über die automatisch erzeugten journalistischen Texte und ich glaube, jede und jeder kennt das. Im Internet begegnet man heute schon manchmal Texten, wo man sich fragt, ob die überhaupt ein Mensch geschrieben hat. Wir kennen diese Geschichte, wo Google Duplex bei einem Friseursalon angerufen hat, eine KI und einen Termin ausgemacht. Und ich finde es ganz entscheidend, dass ich als Mensch weiß, habe ich es hier mit Erzeugnissen zu tun, die andere Menschen geprüft haben, erstellt haben, oder habe ich es mit automatisiert erstellten Zusammenfassungen zu tun. Also das wäre ein Vorschlag, der meiner Meinung nach unbedingt umgesetzt werden sollte. Okay, jetzt haben wir noch eine weitere Frage, glaube ich, schaffen wir, sonst kriege ich hier richtig Mecker und werde ausgeblendet. Kurz der Name und dann die Frage bitte. Okay, mein Name ist Christoph. Ich habe eine Frage. Wir haben jetzt sehr viel diskutiert über Verantwortung von KIs, ob das ethisch korrekt ist, ob die Recht hat oder nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, das große Problem bei KIs ist, dass sie ein wirtschaftliches Ungleichgewicht schafft, weil sie sehr häufig von großen Konzernen gegen Individuen eingesetzt wird. Also Versicherungen setzen KIs ein, um Urteile zu sammeln, um zum Beispiel keine Leistungen zahlen zu müssen. Ja, das finde ich ein Problem, wenn man mit einem Chatbot versucht, irgendwie ein Problem mit einem Produkt oder so zu lösen, dann kommt man sich vor wie in Dystopia. Das ist ein Thema, was meiner Ansicht nach viel zu wenig auf dem Radar ist. Jetzt unabhängig davon, ob das Auto den Oma oder die Schülerin totfährt oder so. Was hoffentlich keinen. Ja, reicht auch wichtig. Aber die KI arbeitet hier nicht für mich als Bürger, Konsumenten, Einzelnen, sondern höchstwahrscheinlich nur fürs Großkapital. Okay, dazu vielleicht noch ein Kommentar aus der Runde. Möchte dazu jemand was sagen? Weil uns rennt jetzt leider ein bisschen die Zeit weg. Dennis. Ja, ich würde einen Vergleich sehen zu den Mechanismen, die zum Beispiel Facebook schafft und Twitter, um Entscheidungen anfechtbar zu machen. Die Kollegin Nicole Diekmann vom ZDF, habe ich heute gelesen, wurde bei Twitter gesperrt, weil sie dieses Napalm-Kriegsfoto aus dem Vietnamkrieg geteilt hat. Und ich glaube, dass wir in der Regulierung Mechanismen für die Anfechtbarkeit dieser Entscheidungen finden müssen. Das gehört für mich dringend dazu, ja. Gut, leider ist jetzt wirklich die Zeit um. Ihr hättet die Zeit ein bisschen früher nutzen müssen, nach vorne zu kommen. Jetzt sehe ich, sind noch 1, 2 Fragen, aber vielleicht bleiben wir einfach noch ein bisschen in der Nähe. Dann kann man zumindest auf dem bilateralen Weg die Fragen klären. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken. Frau Rostalski, vielen, vielen Dank, dass Sie trotz positivem Test, aber offenbar ja nicht erfolgte Erkrankung, toi, 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 dass es so bleibt, heute hier zumindest digital dabei waren. Sorry, dass Sie jetzt beim Umtrunk nicht mehr dabei sein können oder bei den diversen Festivitäten, die jetzt hier, glaube ich, auf dem Gelände an der Arena langsam anfangen werden. Herr Wrobel, vielen, vielen Dank für die Informationen. Dennis, tausend Dank, dass du hier heute mit dabei warst, obwohl du heute früh schon richtig ran musstest. Euch allen vielen, vielen Dank für euer Interesse. Und wie gesagt, wenn noch die eine oder andere Frage ist, wir bewegen uns mal langsam aus dem Saal raus, sodass man vielleicht noch mal ganz kurz angesprochen werden kann. Vielen, vielen Dank und viel Spaß noch auf der Republika. Danke sehr. Dankeschön.